Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum heutigen Vortrag im Studium Generale. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Bernhard Schink und ich habe das Vergnügen, unsere heutige Sprecherin einzuführen. Sie sehen den Platz neben mir leer. Unsere heutige Referentin, Frau Professor Eva-Marie Engels, ist uns aus Tübingen zugeschaltet und ich hoffe, dass das genauso eine problemlose Organisation sein wird, wie wir dies in den vergangenen Wochen erlebt haben. Ich möchte Ihnen Frau Engels kurz vorstellen. Sie hat in Bochum Philosophie und Romanistik studiert. In der Promotionszeit kam dann noch Anglistik und Amerikanistik hinzu. Die Promotion 1981 in Bochum hatte den Titel »Die Teleologie des Lebens – Kritische Überlegungen zur Neuformulierung des Teleologieproblems in der angloamerikanischen Wissenschaftstheorie«. Anschließend, nach der Promotion, hat sie Biologie studiert, 4 Semester lang, und dann 1988 wiederum in Bochum ihre Habilitation abgeschlossen mit dem Thema Erkenntnis als Anpassung, eine Studie zur evolutionären Erkenntnistheorie. Es folgten Vertretungsprofessuren, ein Heisenberg-Stipendium, ein Gastaufenthalt an der University of Virginia, dann eine Professur in Kassel und schließlich 1996 ein Lehrstuhl für Ethik in den Biowissenschaften an der Universität Tübingen, an dem sie bis heute tätig ist. Diese Professur ist in der Biologie lokalisiert und natürlich ist es hilfreich, dass ihre Stelle dann durch Kooptation mit der Philosophischen Fakultät auch dort ein Standbein hat. Frau Engels war Sprecherin des Zentrums für Ethik in den Wissenschaften in Tübingen, hat von 2001 bis 2007 auch dem Ethikrat der Bundesrepublik Deutschland angehört, hat an führender Stelle in der Deutschen Gesellschaft für Geschichte und Theorie der Biologie mitgemacht und neben vielen anderen Tätigkeiten, die ich jetzt nicht erwähnen will, auch in Tübingen das Studium Generale mitorganisiert, ist uns also mit unserer heutigen Thematik völlig vertraut. Bevor ich Frau Engels das Wort erteile, noch kurz ein paar technische Hinweise. Sie können uns bereits während des Vortrags Ihre Fragen per Live-Chat zusenden. Wenn Sie Fragen zum Studium Generale haben, können Sie uns diese gerne schreiben. Die entsprechenden Hinweise werden eingeblendet. Und schließlich freuen wir uns auch über Ihre Hinweise in der Umfrage, um entsprechend Rückmeldungen zu bekommen, um das Studium Generale noch besser zu organisieren als bisher. Soweit zum Technischen, liebe Frau Engels. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag, der jetzt eingeblendet werden sollte. Hiermit gut, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Schink. Und ich danke Ihnen auch für die freundlichen Worte in der Einleitung. Der Vortrag geht um, bei einem Vortrag werde ich die Biotechniken im Spannungsfeld von Anthropologie und Ethik behandeln. Und ich möchte zunächst einige Bemerkungen machen zu den Begriffen im Titel des Vortrages. Zunächst zur Anthropologie. Anthropologie ist die Lehre vom Menschen. Und es gibt verschiedene Sparten der Anthropologie. Einmal die philosophische Anthropologie, in der eben nach dem Wesen des Menschen gefragt wird, die Besonderheiten des Menschen, auch in Bezug zur Philosophie vor allen Dingen und zu philosophischen Hintergründen und philosophischen Fragestellungen, und die biologische Anthropologie, die den Menschen vor allen Dingen als den Gegenstand, wie der Titel schon sagt, der Biologie betrachtet
und da die Besonderheiten des Menschen herausstellt. Es gibt auch noch eine Kulturanthropologie und so weiter. Und die Ethik ist die Lehre von den Prinzipien des richtigen, an moralischen Maßstäben orientierten Handelns. Das ist jetzt eine ganz einfache Definition, da könnte man noch viel, viel mehr drüber sagen, aber das muss jetzt an dieser Stelle nicht sein. Der Titel lautet des Vortrags Biotechniken im Spannungsfeld von Anthropologie und Ethik. Biotechniken stellen Herausforderungen dar für die Anthropologie und für die Ethik. Und die Biotechniken unter anderem haben sogar zur Entstehung einer neuen Disziplin geführt, die Bioethik. Die Bioethik umfasst die Neuroethik, die Ethik der Genetik, die Umwelt-, Natur- und Tierethik, die Ethik der Ernährung und die Medizinethik und es kommen sicherlich viele andere noch dazu. So, was ist Bioethik? Bioethik ist ein Hauptgebiet der interdisziplinären, anwendungsbezogenen Ethik. Ihre Aufgabe und das Ziel sind eine normative Verständigung über die Spielräume und Grenzen menschlichen Handelns im Umgang mit der lebendigen Natur, einschließlich der Natur des Menschen. Also es geht nicht nur um den Menschen und nicht nur um Tiere und Pflanzen, sondern um beide Schutzgüter. Und die Kontexte sind die alltäglichen Bezüge der Lebenswelt, aber auch theoretische und praktische Kontexte von Wissenschaft, Forschung und Technik. Welches sind die Anlässe für die Entstehung der Bioethik als Disziplin im 20. Jahrhundert? Es sind zunächst einmal globale anthropogene Umweltzerstörung, die Rückgang der Biodiversität, die Verschmutzung der Gewässer, die Klimaveränderungen und so weiter. Das hören Sie alles jeden Abend in den Nachrichten. Das ist ein ganz aktuelles Problem. Und außerdem war der Anlass für die Entstehung der Bioethik auch die Entwicklungen in den Lebenswissenschaften, insbesondere in Biologie und Medizin. Und die Entwicklungen in den Lebenswissenschaften sind auch Anlässe und zentrale Gegenstände ethischer und rechtlicher Reflexion. Und warum? Weil wir es bei den Biotechniken mit den Verschiebungen und Überschreitungen natürlicher Grenzen haben durch diese Biotechniken. Die Begriffe Verschiebung und Überschreitung natürlicher Grenzen sind in dieser Präsentation aber beschreibend gemeint. Ich stehe jetzt nicht mit dem Zeigefinger hier und sage, wir dürfen die Grenzen nicht überschreiten, sondern diese Fragen werden in der Bioethik ja behandelt, diese Verschiebung und Überschreitung von Grenzen. Und eine ethische Bewertung hat erst nach einer gründlichen Analyse der Sachverhalte zu erfolgen. Beispiele für Grenzverschiebungen und Grenzüberschreitungen. Und Sie werden jetzt auch erkennen, was ich unter Grenzverschiebungen und Grenzüberschreitungen meine. Zunächst einmal Grenzverschiebungen am Anfang und am Ende des menschlichen Lebens durch die künstliche Befruchtung im Reagenzbass, IVF, und die Transplantationsmedizin. Hier stellen sich einige Fragen dann. Welchen moralischen Status hat der menschliche Embryo in vitro, also im Reagenzglas? Hat der menschliche Embryo in vitro denselben moralischen Status, also auch dieselbe Schutzwürdigkeit, wie der Embryo in vivo im Leib der Frau? Ein weiteres Thema sind die transgene Veränderung von Tieren und Pflanzen. Das bedeutet, es gibt hier die Möglichkeit eines stabilen Einbaus artfremder Gene in das Genom eines Organismus mit Vererbung an deren Nachkommen. Und da gibt es vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, einmal als Gene Farming,
Farming betrifft eben hier also die Agrikultur und Gene Farming, Pharmaindustrie und Medizin. Also wir haben einmal die Landwirtschaft und dann aber auch die Medizin und die pharmazeutischen Wissenschaften. Ein drittes Beispiel ist die Xenotransplantation. Die Xenotransplantation ist die artüberschreitende Transplantation lebender Zellen, Gewebe und Organe vom Tier auf den Menschen. Die Xenotransplantation wird auch häufig angeführt als Möglichkeit, dann zukünftige Möglichkeit der Bewältigung des Organmangels, den es an menschlichen Organen gibt. Wenn es jetzt die Möglichkeit gäbe, Gewebe, Organe, Zellen vom Tier auf den Menschen zu übertragen, gäbe es dieses Problem nicht mehr. Aber bei der Xenotransplantation stellen sich auch wieder sehr viele Fragen, wie das Problem der endogenen Retroviren. Wenn wir Viren durch Gewebe und Organe, Zellen vom Tier auf den Menschen, dann in den Menschen transplantieren, dann ist das selbstverständlich nicht annehmbar, nicht tragbar und es widerstößt gegen die Prinzipien der medizinischen Ethik, nämlich das Prinzip der Nichtschädigung eines Patienten. Dann die Chimärenbildung, die Bildung von Mischwesen, zum Beispiel aus Schaf und Ziege. Diese wird bereits realisiert als Schiege. Das deutsche Embryonenschutzgesetz enthält ein ausdrückliches Verbot solcher Chimären- und Hybridbildung. Das heißt, wir dürfen das selbstverständlich nicht machen am Menschen. Ein weiteres Thema ist das Klonen nach der Dolly-Methode durch den Kerntransfer. Ziel der Herstellung ist maßgeschneidertes Gewebe für die Transplantationsmedizin. Ein weiterer Punkt ist die Herstellung von Geweben und gegebenenfalls von Organen aus Stammzellen, entweder aus embryonalen Stammzellen, in Stammzellen von embryonalen Stammzellen oder von Körperzellen. Aber es gibt auch die Bildung von Mischwesen, zum Beispiel aus Schaf und Ziege, was bereits realisiert ist, die sogenannte Schiege. Und das deutsche Embryonenschutzgesetz enthält ein ausdrückliches Verbot der Chimären- und Hybridbildung. Das müsste auf einer anderen Folie hier noch sein. Dann ein weiteres Thema ist die Kombination oder ein weiteres Problem der Eizelle eines Tieres mit dem Erbgut der Körperzelle eines Menschen. Diese Diskussion findet im Zusammenhang mit eventueller Gewinnung embryonaler Stammzellen für die Transplantationsmedizin statt. Und schließlich die Entschlüsselung des menschlichen Genoms. Das heißt also, dass wir über das menschliche Genom eben durch die intensive Erforschung seiner Struktur etwas noch mehr erfahren. Ein Pionier der Bioethik, wir denken, die Bioethik ist am Kennedy-Institut in Washington entstanden, aber die Bioethik, es gibt auch den Begriff der Bioethik schon viel länger. Ein Pionier der Bioethik ist Fritz Jahr. Fritz Jahr ist ein protestantischer Theologe aus Halle. Er hat von 1895 bis 1953 gelebt. Und Fritz Jahr ist sozusagen der Vater der Bioethik, wie ich ihn bezeichne, und der Vorläufer einer interdisziplinären Bioethik. Er hat einen wunderbaren kleinen Artikel geschrieben, überhaupt die Artikel von Fritz Jahr, die waren sehr kurz und man kann auch, es gibt auch inzwischen einen Sammelband darüber und Sie können sich auch darin und mal orientieren, dass man auf
kurzem Raum auch sehr viel zum Ausdruck bringen kann. Also die Bioethik ist eine Umschau über die ethischen Beziehungen des Menschen zu Tier und Pflanze, das macht er hier, und er stellt einen Imperativ auf: Achte jedes Lebewesen grundsätzlich als einen Selbstzweck und behandle es nach Möglichkeit als solchen. Und bei dem Selbstzweck denken wir natürlich sofort an Immanuel Kant und seinen kategorischen Imperativ: Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Das sagt Kant in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 1785. Und wir sehen hier, es geht hier, wie gesagt, um den Selbstzweckcharakter von jedem Lebewesen nach Fritz Jahr. Das hier ist die Zeitschrift Kosmos, Handweiser für Naturfreunde, wo sein Artikel 1927 erschienen ist. Er hat auch noch viel mehr verfasst dann, und das ist dann später in einem Sammelband herausgegeben worden. Was sind nun die naturwissenschaftlichen Voraussetzungen und Konsequenzen für unser Natur- und Menschenbild? Ich zitiere: Die scharfe Scheidung zwischen Tier und Mensch, die seit Beginn unserer europäischen Kultur bis zum Ende des 18. Jahrhunderts herrschend war, kann heute nicht mehr aufrechterhalten werden. Es wird stets das Verdienst der modernen Naturwissenschaft bleiben, dass sie eine vorurteilslose Betrachtung des Weltgeschehens erst möglich gemacht hat. Andererseits dürfen wir nicht verkennen, dass gerade diese wissenschaftlichen Triumphe des Menschengeistes dem Menschen selbst seine beherrschende Stellung im Weltganzen genommen haben. Also diese Triumphe des Menschengeistes haben uns unsere vorherrschende Stellung genommen. Die Philosophie, die früher der Naturwissenschaft ihre Leitgedanken vorschrieb, musste nun selbst ihre Systeme auf naturwissenschaftlichen Einzelerkenntnissen aufbauen, und es war nur eine dichterphilosophische Formulierung der Erkenntnis Darwins, wenn Nietzsche den Menschen als ein recht minderwertiges Übergangsstadium zu einer höheren Entwicklung als ein Seil gespannt zwischen Tier und Übermensch sah. So, ich komme jetzt zu den Biotechniken als Möglichkeiten von Grenzverschiebungen und Grenzüberschreitungen. Die Biotechniken ermöglichen qualitativ neue Eingriffe in die Natur von Pflanze, Tier und Mensch durch die Lebenswissenschaften, und ihre Technologien. Die Begriffe Verschiebungen und Überschreitungen natürlicher Grenzen sind zunächst als eine Beschreibung gemeint. Der Begriff der Überschreitung beinhaltet ja häufig ein Monitum. Jemand hat Grenzen überschritten, die er nicht hätte überschreiten sollen oder die sie nicht hätte überschreiten sollen. Aber hier geht es tatsächlich um reine Beschreibungen, wenn wir von den Verschiebungen und Überschreitungen von Grenzen sprechen. Die notwendige Aufgabe der Bewertung kann erst nach einer angemessenen Darstellung und Bewertung der jeweiligen Sachlage erfolgen. Es gibt eine ganz neue Dimension von Eingriffsmöglichkeiten in das Lebendige hinsichtlich der Tiefe und Reichweite der Eingriffe. Und ich möchte jetzt Beispiele nennen. Zunächst einmal Grenzverschiebungen am Anfang des menschlichen Lebens durch die künstliche Befruchtung und
Diese Möglichkeit der künstlichen Befruchtung hat dazu geführt, dass in Deutschland ein Embryonenschutzgesetz erlassen wurde. Und das Embryonenschutzgesetz soll also den Embryo schützen, genau in den Stadien, eben in dem er noch im Reagenzglas ist und noch auf die Übertragung in einen Leib wartet. Grenzverschiebungen wegen Organversagens, da ist irgendetwas schiefgelaufen. Es gibt Grenzverschiebungen am Ende des menschlichen Lebens durch die Transplantationsmedizin. Und es ist jetzt nicht nur die Transplantationsmedizin, die diese Grenzverschiebungen herbeigeführt hat, sondern es war auch notwendig, die Todesdefinition zu verändern. Es gab also einen Wechsel von der Herztod zur Hirntoddefinition. Denn wenn wir ein Herz benutzen wollen für die Transplantationsmedizin, dann dürfen wir dieses Herz und können wir dieses Herz nicht bereits von einem toten, ganz toten Menschen nehmen, sondern es muss ein durchbluteter Organismus sein. Aber bei einem durchbluteten Organismus kann man ja auch nur dann ein Herz oder ein anderes Organ entnehmen, wenn wir annehmen, dass der Organismus tot ist. Und deswegen wurde also auch diese Hirntoddefinition, ich gehe da mal davon aus, eingeführt. Und sie ist zumindest hilfreich dafür, für die Transplantationsmedizin, dass man aus Hirntoten dann Organe entnehmen kann. Ein weiterer Punkt ist die Xenotransplantation, die sich im experimentellen Stadium befindet. Dies ist die artüberschreitende Transplantation lebender Zellen, Gewebe und Organe vom Tier auf den Menschen. Hierbei, bei der Xenotransplantation, stellen sich aber wiederum andere Probleme. Denn man befürchtet, dass die Organe der Tiere, dann Zellen, Gewebe und Organe der Tiere, Retroviren enthalten, endogene Retroviren, also sagt man, die für das Tier selber nicht gefährlich sind und da keine Probleme hervorbringen. Aber wenn sie auf einen Menschen übertragen werden, kann das durchaus sein, dass der Mensch dann durch diese endogenen Retroviren infiziert wird. Und das ist natürlich in keiner Weise dann besser, als krank zu sein oder andere Methoden zu versuchen zu verwenden. Dann die Chimärenbildung als Herstellung von Mischwesen beim Tier bereits realisiert. Die Schiege ist eine Mischung aus Schaf und Ziege. Dann das Klonen nach der Dolly-Methode. Und damit haben wir jetzt neue Dimensionen von Eingriffsmöglichkeiten in das Lebendige hinsichtlich der Tiefe und Reichweite der Eingriffe. Wir haben also hier Grenzverschiebungen am Anfang des menschlichen Lebens durch die künstliche Befruchtung, die In-vitro-Fertilisation und am Ende des menschlichen Lebens durch die Transplantationsmedizin. Die philosophische Anthropologie im 20. Jahrhundert hat sich
selbstverständlich auch mit der Stellung des Menschen befasst. Max Scheler hat ein kleines Büchlein verfasst, Die Stellung des Menschen im Kosmos von 1928. Helmut Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch, ebenfalls 1928. Und Arnold Gehlen, Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt, 1940. Aus der exzentrischen Positionalität des Menschen leitet Plessner drei anthropologische Grundgesetze ab. Was ist die exzentrische Positionalität des Menschen? Dieser Begriff beinhaltet, dass der Mensch sozusagen aus sich heraustreten kann und sich selbst reflexiv ins Auge fassen kann. Also exzentrische Positionalität. Plessner leitet daraus drei anthropologische Grundgesetze ab. Erstens das Gesetz der natürlichen Künstlichkeit. Zweitens das Gesetz der unmittelbar vermittelten Unmittelbarkeit, Immanenz und Expressivität. Und das Gesetz des utopischen Standorts, die Nichtigkeit und Transzendenz. Das Gesetz der natürlichen Künstlichkeit beinhaltet, dass dem Menschen die spezifische Weise der Realisation seiner Existenz nicht in die Wiege gelegt ist. Plessner sagt hier, der Mensch lebt nur, indem er ein Leben führt. Das heißt, nur durch unsere eigene Aktivität, durch unsere Anstrengungen können wir leben. Wir haben unser Leben zu führen, in den Griff zu nehmen. Da der Mensch von Natur halb ist, bildet Künstlichkeit das Mittel, um sich und der Welt ins Gleichgewicht zu kommen. Was heißt, der Mensch ist von Natur halb? Der Mensch ist eben vervollkommnungsbedürftig. Und das können wir eben nur durch Künstlichkeit als ein Mittel. Wir bringen das nicht mit auf die Welt, sondern wir müssen es erarbeiten. Als exzentrisches Wesen, also was aus seinem Zentrum heraustreten kann und sich selbst reflektieren kann, benötigt der Mensch ein Komplement nicht natürlicher, nicht gewachsener Art. Darum ist er von Natur aus Gründen seiner Existenzform künstlich. Er muss etwas werden und sich das Gleichgewicht erst schaffen. Das heißt, der Mensch muss aktiv an sich selber arbeiten. Als lebendiges Naturwesen kann der Mensch nur mit sich in Einklang stehen, indem er im Handeln, Denken und Träumen eine künstliche Welt schafft. Dies geschieht durch die Schaffung der Kultur als zweiter Natur des Menschen. Das heißt also, Kultur heißt jetzt nicht unbedingt, dass man regelmäßig ins Theater geht, sondern eben das, was über den Leib, den man von Geburt an mitbekommt, vererbt bekommt, hinausgeht. Kultur ist angesichts der exzentrischen Position des Menschen eine ontische Notwendigkeit nach Plessner. Der Mensch ist darauf angewiesen, Kultur zu schaffen, um sein Leben führen zu können. Das Gesetz der vermittelten Unmittelbarkeit beinhaltet auch Immanenz und Expressivität. Das menschliche Lebenssubjekt steht mit allem in einer indirekt-direkten Beziehung. Das bedeutet, dass zwischen ihm und dem Umfeld eine durch es selber vermittelte Beziehung existiert. Wie das Tier lebt der Mensch seine Beziehung zum Umfeld als direkte, unmittelbare Beziehung, doch weiß er im Unterschied zum Tier von ihrer Indirektheit, ihrer Vermitteltheit. Das ist nach Plessner ein Unterschied eben zum Tier. Das Gesetz des utopischen Standorts bezeichnet die Tatsache, dass mit der Schaffung von Kultur als zweiter Natur des Menschen eine eindeutige Fixierung der Stellung des Menschen
dennoch nicht gegeben ist. Die Exzentrizität der menschlichen Lebensform wird von Plessner daher als utopischer Standort, als Stehen im Nirgendwo gedeutet. Also die zweite Natur schafft für den Menschen keine eindeutige Fixierung, und das ist auch sehr gut so, denn wenn es eine eindeutige Fixierung wäre, hätte auch der Mensch nicht die Möglichkeit auch der weiteren Entfaltung und Entwicklung. Der Begriff der menschlichen Natur ist mehrdeutig. Er umfasst einmal das Naturwüchsige, das organisch Gewachsene, die Hälfte, mit welcher der Mensch auf die Welt kommt. Der Mensch ist von Natur halb, wie er sagt, und daher ein Wesen mit einer konstitutiven Ergänzungsbedürftigkeit. Es wäre einmal interessant, der Frage nachzugehen, ob Tiere, andere Tiere, nichtmenschliche Tiere, ob man die auch als Mängelwesen bezeichnen kann. Ist es denn so, dass Tiere von Anfang an komplett sind? Tiere müssen auch lernen. Und man sieht auch, wie Tierkinder von ihren Eltern lernen. Also, aber vielleicht ist es so, dass es bei den Tieren eher ein Programm gibt, nach der die Entwicklung und die Lebensweise stattfindet. Was bei Menschen etwas anderes ist, natürlich entwickeln wir uns nach einem bestimmten Programm, entsprechend unserer Ausstattung. Aber es ist vermutlich, der Mensch ist nicht so festgefügt wie andere Tiere. Dann umfasst der Begriff der menschlichen Natur auch das Ganze des menschlichen Lebensvollzuges unter Einschluss des Kulturellen. Die Verschränkung von Naturwüchsigem und Kulturellem. Und ich finde das sehr einsichtig, dass der Begriff der menschlichen Natur einmal das Naturwüchsige, organisch Gewachsene beinhaltet und dann aber auch das Ganze des menschlichen Lebensvollzuges, sowohl das Kulturelle auch als das Biologische, die Verschränkung von Naturwüchsigem und Kulturellem. Aber auch hier wäre es interessant, mal der Frage nachzugehen, welche Tierarten zum Beispiel auch Kulturen entwickelt haben. Also, dass sie nicht nur nach ihren Instinkten leben, sondern eben auch lernfähig sind und erfinderisch sind. Einfach sehr erfinderisch sind. Und die Grenzen zwischen den Menschen und nichtmenschlichen Lebewesen in vieler Hinsicht viel geringer sind, als häufig in der philosophischen Anthropologie so angenommen wurde. Eine scharfe Grenze zwischen der natürlichen und der künstlichen Anpassung gibt es für Plessner bei Menschen nicht, weil das Naturwüchsige, das organisch Gewachsene und das Ganze des menschlichen Lebensvollzuges bei ihm angesprochen wird, nicht. Also eine scharfe Grenze zwischen natürlicher und künstlicher Anpassung gibt es bei ihm nicht. Die exzentrische Positionalität des Menschen, die Weltoffenheit des Menschen, die Möglichkeit, aus sich herauszutreten, die Welt und sich selbst zu reflektieren, beinhaltet eine Notwendigkeit der Selbstdeutung des Menschen in Menschenbildern und Naturbildern. Auch wenn wir jetzt nicht ständig daran denken, dass wir uns selbst deuten, wir reflektieren unsere Selbstdeutungen häufig nicht, aber es gibt sie. Die Realisationsweisen von Kultur einschließlich Wissenschaft und Technik sind Äußerungsweisen der Selbstbedeutungen des Menschen. Also einschließlich Wissenschaft und Technik sind Selbstdeutungen des Menschen. Und die Überlegungen von Plessner gewinnen eine besondere Aktualität. Seine Grundgesetze im Zeitalter der Biotechniken am Menschen.
Nehmen wir die Fortpflanzung oder auch Reproduktionsmedizin. Wir haben hier Grenzüberschreitungen am Anfang des menschlichen Lebens. Beispiele: die In-vitro-Fertilisation. Die In-vitro-Fertilisation ermöglicht einen Befruchtungsvorgang, der früher nur im Mutterleib stattfand, nach außen zu verlagern und auf diese Art und Weise eben Embryonen, die sich dort entwickeln, dann in den Mutterleib zu transferieren, wenn auf dem natürlichen Wege kein Kind gezeugt werden kann. Wir haben die genetische Diagnostik während und vor der Schwangerschaft durch die Pränataldiagnostik einschließlich Pränatast und die Präimplantationsdiagnostik, die PID. Das heißt, die Pränataldiagnostik eben an der Frau und die Präimplantationsdiagnostik am Embryo, der durch In-vitro-Fertilisation gezeugt wurde. Dadurch ist also aber auch möglich, sogenannte pluripotente embryonale Stammzellen zu entwickeln, Stammzellen zu gewinnen zur Entwicklung von Therapien. Und das hier ist eine Abbildung. Wir haben hier oben, ganz oben in der Kreis, das sind Trophoblastzellen. Und in diesem Kreis, ist die innere Zellmasse, embryonale Stammzellen. Und die embryonalen Stammzellen können dann isoliert werden, und aus diesen embryonalen Stammzellen lassen sich dann durch Differenzierung und durch Zugabe von Wachstumsfaktoren verschiedene Zellen entwickeln. Die Blutzellen, Nervenzellen, Muskelzellen und andere Zellen. Die Reproduktionsmedizin zeigt weitere Grenzüberschreitungen, nämlich in der Art der Fortpflanzung, das Klonschaf Dolly. Und das ist auch wiederum eine Besonderheit, denn es gibt hier die technische Möglichkeit der ungeschlechtlichen Vermehrung von Tieren, einschließlich des Menschen, die sich von Natur aus zweigeschlechtlich ernähren. Wenn ich sage einschließlich des Menschen, dann heißt das nicht, dass das beim Menschen praktiziert wird. Wir haben ja strenge Gesetze, Gott sei Dank. Und es ist auch, denke ich, Sie können ja mal ein Gedankenexperiment machen, wie Sie es finden würden, wenn Sie wüssten, dass Sie das Produkt eines Klonvorgangs sind. Also die technische Möglichkeit dieser ungeschlechtlichen Vermehrung. Und das bedeutet Klonen durch Somatic Cell Nuclear Transfer. Das heißt, die Kernzelle wird entfernt und à la Dolly, im Unterschied zum Klonen durch Embryosplitting. Das heißt, das Embryosplitting bedeutet, dass am Beginn der Entwicklung der Embryo teilt, und beziehungsweise nicht der Embryo teilt, sondern der Embryo entsteht und eine kleine Kugel ist und so weiter, oder eben nur im Vierzell- oder Achtzellstadium ist, dann ist es möglich, auch aus den einzelnen Zellen, theoretisch möglich, einzelne Individuen entstehen zu lassen, die dann alle Klone dieses Gesamten sind. Und im Unterschied zum
Ja, zum Klonen durch Embryo-Splitting. Somatic Cell Nuclear Transfer. Beim Somatic Cell Nuclear Transfer, das wird hier dargestellt an den beiden Schafen. Wir haben zum einen die Spenderin der Milchdrüsenzelle und zum anderen die Spenderin der Eizelle. Und durch, wenn jetzt die, es folgt eine Verschmelzung der Stellen, der Zellen statt. Und das Ergebnis ist jedenfalls, ich kann das jetzt leider nicht so genau rekonstruieren, weil es sehr klein ist. Das Ergebnis ist jedenfalls, dass Klonschaf Dolly, diese Eizelle, die Kloneizelle wird in einer Leihmutter ausgetragen und schließlich entsteht daraus das Schaf Dolly. Die folgende Abbildung ist der Homepage des Hormon- und Kinderwunschzentrums der LMU München entnommen. Es zeigt die Darstellung der Entwicklung des menschlichen Embryos und die Einteilung in 23 Entwicklungsstadien wurde 1942 von George Linnaeus, Streeter am Carnegie Institute for Science in Baltimore entwickelt. Das sind jetzt natürlich Ergebnisse der modernen Biotechniken, dass es möglich sind, wird auch die Entwicklung einer befruchteten menschlichen Eizelle auch hier zu verfolgen und eben den Entwicklungsprozess und die Veränderungen auf diese Art und Weise dann realisieren zu können. So, das ist hier die befruchtete Eizelle im Vorkernstadium am Tag nach In-vitro-Fertilisation, dann der Embryo im Zweizellstadium, im Vierzellstadium, im Achtzellstadium, die Morula und schließlich die Blastozyste, die am fünften Tag entwickelt wird. Dann haben wir noch Grenzüberschreitungen in der Transplantationsmedizin am Ende des Lebens. Und das geschieht aber, es ist nur möglich, durch die Abkopplung des Herztodes vom Hirntod durch Technik. Denn es ist ja nur möglich, Organe zu verpflanzen, wenn diese Organe frisch sind. Und es ist dann nur möglich, an frische Organe zu kommen, wenn ein Hirntod eingetreten ist, aber der Patient oder die Patientin noch mit technischen Mitteln sozusagen, ja, ich weiß gar nicht, wie man das Wort jetzt nennen kann, am Leben gehalten wird. Oder sagen wir, in Funktion gehalten wird. Erst dann kann man ja an ein Herz gelangen, das für die Transplantationsmedizin nützlich ist. Dann haben wir die Xenotransplantation als artüberschreitende Transplantation lebender Zellen, Geweben und Organe. Und das ist die, wie ich eben schon mal anführte, die Transplantation von Tierorganen in den Menschen zur Bewältigung des Mangels an menschlichen Spenderorganen. Diese Technik ist im Forschungsstadium und das Problem ist aber hier, und darüber sind sich viele Experten einig, und ich gehe mal davon aus, dass wir sobald jetzt keine Xenotransplantation von komplexen Organen bekommen werden. Sie ist mit einem Problem behaftet, nämlich mit der Möglichkeit endogener Retroviren, die in den Tieren keinen Schaden anrichten, aber unter Umständen bei Übertragung auf den Menschen eben fatale Konsequenzen haben können. Dann gibt es weiter die Gentechnik an Pflanzen, Tieren und Menschen, hatte ich schon genannt.
transgene Tiere und Pflanzen. Da spricht man einmal vom Gene Farming. Aber wenn es um transgene Pflanzen und Tiere geht, aber es gibt auch den Begriff Gene Farming. Das heißt, wenn es darum geht, Pharmazeutika herzustellen für die Behandlung von Menschen. Wir haben CRISPR-Cas9, eine biochemische Methode, die entwickelt wurde mit dem Ziel, DNA bei allen Lebewesen, bei Pflanzen, Tieren und Menschen gezielt zu schneiden und zu verändern, das sogenannte Genome-Editing. Und dann, dadurch hofft man auf somatische Gentherapie und die Keimbahntherapie. Dann gibt es die Erzeugung von Mischwesen, zum Beispiel von zytoplasmatischen Hybriden oder Zypriden. Beispiel, wenn Zellkerne menschlicher Zellen in entkernte Eizelle von Tieren transferiert werden, mit dem Ziel, embryonale Stammzellen zu gewinnen, ohne Tötung menschlicher Embryonen. Aber die Frage ist natürlich, ob sich Tier, wenn Zellkerne menschlicher Eizellen in entkernte Eizellen von Tieren transferiert werden, sich nicht wieder das Problem der Infektionen stellt. Grenzüberschreitungen in den Neurowissenschaften, da haben wir einmal, und hier zeigt sich, dass der Begriff der Grenzüberschreitungen auch manchmal relativ harmlos ist. Wir haben einmal nicht-invasive Verfahren, das heißt bildgebende Verfahren, durch die wir einen Einblick in das Gehirn und seine Aktivitäten gewinnen, also die nicht-invasiven Verfahren. Und zum anderen invasive Verfahren, Neuroimplantate, Hirnschrittmacher zur Behandlung neuronaler Krankheiten oder als Versuch des Enhancement, der Verbesserung. Die Bioethik ist ihrer primären Zielsetzung nach eine normative Disziplin. Dennoch ist sie keine rein moralphilosophische Disziplin. Sie lässt sich daher keiner bestimmten einzelnen Disziplin, etwa der philosophischen oder der theologischen Ethik, zuordnen. Sie ist eine anwendungsbezogene Interdisziplin mit normativer Zielsetzung. Sie ist interdisziplinär und transdisziplinär zu gestalten. Interdisziplinär: an der Bioethik beteiligen sich verschiedene Disziplinen in der Natur-, Human-, Geistes- und Sozialwissenschaft und anderen Wissenschaften. Und sie ist transdisziplinär, weil sie eine Rolle hat in der Öffentlichkeit, in der Politik und im Recht. Es gibt Ethikräte, es gibt Enquete-Kommissionen, in denen gerade die heiklen Themen, die sich durch die Entwicklung der biologischen Wissenschaften ergeben, in denen diese Disziplinen, diese Probleme transdisziplinär diskutiert werden. Es kann nicht eine einzelne Wissenschaft leisten. Es können nicht nur die Humanwissenschaften oder die Geisteswissenschaften leisten, sondern es müssen eben Biologie, Natur und andere Wissenschaften auch dazukommen. Und aus eigener Erfahrung weiß ich allerdings, dass das eine sehr anspruchsvolle Arbeit ist. Man muss sich natürlich in die verschiedenen Fragestellungen und Voraussetzungen einarbeiten. Und es ist gar nicht leicht, dann zu einem Konsensus oder zu einem annehmbaren Kompromiss zu kommen. Aber es ist notwendig, dass Ethikräte und Enquete-Kommissionen über diese Themen dann beraten und dass erst auf dieser Basis dann, auf der Beratung der unterschiedlichen und der Diskussion der unterschiedlichen Gremien, eben entschieden wird,
wie jetzt mit diesen heiklen Problemen zu verfahren ist. Die Bioethik wird häufig als angewandte Ethik oder auch als Subdisziplin der angewandten Ethik charakterisiert. Also angewandte Ethik. Und dadurch entsteht der Eindruck, dass sich bioethische Probleme darin erschöpfen, durch die Anwendung ethischer Prinzipien und Normen lösbar zu sein. Ist die Aufgabe der Bioethik im Wesentlichen die Entwicklung von Rezepten zur Lösung kniffliger Probleme, müssen wir uns fragen. Vor der Lösung bioethischer Probleme muss zunächst eine Reihe anderer Fragen in Bezug auf den biologischen, ontologischen und moralischen Status der betreffenden Entitäten diskutiert werden und eine Klärung stattfinden. Und hier bedarf es philosophisch-anthropologischer, naturphilosophischer, wissenschaftstheoretischer Reflexionen und andere. Diese sind unumgänglich. Das ist auch der Grund dafür, warum bei der Entwicklung, wie ich eben schon sagte, neuer Technologien eben auch Ethikräte konstituiert werden und dann auch auf lange Zeit bestehen. So, Moment. Also erst im zweiten Schritt ist dann zu fragen, ob auf diese Probleme die bereits existierenden Wert- und Normsysteme anwendbar sind oder ob diese Wert- und Normsysteme zu revidieren, zu modifizieren oder zu erweitern sind. Ein Beispiel ist der Begriff der Würde der Kreatur. Und der Begriff der Würde der Kreatur ist ein Begriff in der Schweizer Bundesverfassung. Und die Würde der Kreatur, mit der Würde der Kreatur, sind Tiere gemeint. Und ich finde das ausgesprochen gelungen, dass man nicht nur dem Menschen die Menschenwürde, für den Menschen die Menschenwürde anerkennt, sondern auch für, ich sage es jetzt bewusst, für andere Tiere eben eine Würde anerkennt und postuliert. Bioethik ist eine anwendungsorientierte oder anwendungsbezogene Ethik. Sie ist keine angewandte Ethik. Eine angewandte Ethik, das ist so ein Begriff, der gerne verwendet wird. Angewandte Ethik bedeutet ja letzten Endes, dass wir auf der einen Seite Probleme haben und auf der anderen Seite haben wir Rezepte und wir wenden diese Rezepte auf die Probleme an. Das ist allerdings bei der Bioethik nicht der Fall, denn hier müssen wir uns über die Rezepte erst einigen und gegebenenfalls einzelne Rezepte auch modifizieren oder zurückweisen. Die Bioethik hat außerdem eine politische Dimension. Das erkennen wir eben an der Einrichtung von Ethikräten und Ethikkommissionen in den Krankenhäusern. So, jetzt komme ich zu einem besonderen Vertreter, zu einem besonderen Philosophen, Hans Jonas. Lebte von 1903 bis 1993. Und Hans Jonas hat ein Prinzip entworfen, das Prinzip Verantwortung, beziehungsweise er hat ein Buch darüber geschrieben, das Prinzip Verantwortung als Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Er hat auch ein weiteres Buch verfasst, mit dem er sich gerade befasst, mit der modernen Biologie, Medizin. Es ist die Praxis des Prinzips Verantwortung. Und hier gibt es ein Kapitel, Kapitel 8, lasst uns einen Menschen klonieren, von der Eugenik zur Gentechnologie. Hans Jonas postuliert hier eine Ethik der Fernverantwortung und Pflichten einer Zukunftsethik.
Was wir nicht wollen, schreibt er, wissen wir viel eher als was wir wollen. Darum muss die Moralphilosophie unser Fürchten vor unserem Wünschen konsultieren, um zu ermitteln, was wir wirklich schätzen. Also was wir nicht wollen, wissen wir viel eher als das, was wir wollen. Ja? Jonas' Empfehlung ist hier eine Heuristik der Furcht, nämlich der schlechten Prognose vor der guten Prognose den Vorrang zu geben. Die erste Pflicht der Zukunftsethik ist die Beschaffung der Vorstellungen von den Fernwirkungen technischen Handels. Das heißt also, wir müssen sofort, wenn es also irgendwelche neuen technologischen Errungenschaften in Anführungszeichen in der Entwicklung gibt, müssen wir oder schon entwickelt worden, wie die In-vitro-Fertilisation, müssen wir eben fragen, gemäß der Zukunftsethik, was sind eigentlich die zukünftigen Konsequenzen und Resultate dieser technischen Errungenschaften? Wer ist davon betroffen? Das vorgestellte Malum, das Schlechte, muss die Rolle des erfahrenen Malum übernehmen. Das heißt jetzt nicht, dass wir bei dieser Einstellung, wenn wir es gründlich überprüft haben, bei dieser Einschätzung bleiben müssen, dass der betreffende Gegenstand oder das betreffende Verfahren schlecht ist. Aber wir müssen uns einfach so vorstellen, dass wir dieses Übel selbst erfahren, zumindest die Vorstellung. Und wir müssen eine vorausdenkende Beschaffung dieser Vorstellung haben, und das ist die erste Pflicht. Die zweite Pflicht der Zukunftsethik ist die Aufbietung des dem Vorgestellten angemessenen Gefühls. Das heißt die Beschaffung des Gefühls der Furcht. Wir wissen erst, was auf dem Spiel steht, wenn wir wissen, dass es auf dem Spiel steht. Das heißt, wir müssen uns die negativen Fernwirkungen unseres Handelns vorstellen, um uns zu vergegenwärtigen, wie sehr wir das Bedrohte schätzen und bewahren wollen. Eine Heuristik der Furcht wird auch häufig angewandt, eben bei Abschätzungen von Technikfolgen. Das ist das sogenannte Precautionary Principle oder das Vorsorgeprinzip. Das wird also dort angewendet, wo hohe Güter auf dem Spiel stehen. Und Hans Jonas fordert dann einen imperativ neuen Typ, der nach Jonas über Kants kategorischen Imperativ hinausgeht. Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Oder handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung nicht zerstörerisch sind für die künftige Möglichkeit solchen Lebens. Jonas Imperativ, das ist eine weitere Formulierung, gefährde nicht die Bedingungen für den indefiniten Fortbestand der Menschheit auf Erden. Das ist natürlich eine interessante Forderung, der indefinite Fortbestand der Menschheit auf Erden. Wenn wir das jetzt einmal ökologisch und biologisch betrachten, welche Arten haben denn indefinit fortbestanden? Es gibt immer wieder ausgestorbene Arten. Und wir können nicht davon ausgehen, dass wir Menschen zu den Arten gehören, die für immer existieren werden. Dass wir wissen es nicht. Wir sind, denke ich mal, auch dabei, gerade unseren Planeten so zu verwüsten, dass das dicke Ende möglicherweise in nicht allzu langer Zeit kommt. Schließe in deine gegenwärtige Wahl die zukünftige Integrität des Menschen als Mitgegenstand deines Wollens ein. Das ist also ein weiteres Postulat von Jonas. Und
zu Jonas Kritik an Kant. Er hat auch Kant kritisiert. Es ist wichtig, aber dass Jonas den Zukunftsaspekt in seinem Imperativ hervorhebt. Dieser Zukunftsaspekt ist jedoch auch in Kants kategorischem Imperativ enthalten, ohne eigens hervorgehoben zu werden. Kants Imperativ gilt für ohne zeitliche Einschränkung für alles Handeln. Er schreibt von dem neuen Imperativ in Abgrenzung von Kant: Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung, das habe ich schon gesagt, verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Kants Imperativ, der hat also mehrere Varianten dieses Imperativs entworfen, nicht nur entworfen, sondern publiziert: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Also wenn wir bei einer Handlung vollziehen, und jetzt, wenn es jetzt, ich gehe jetzt davon aus, dass Kant jetzt nicht Trivialitäten meint, aber wenn wir jetzt eine Handlung vollziehen, die in vieler Hinsicht ein gewisses Gewicht haben kann, dann können wir diese fragen, können wir wollen, dass das meine Maxime wird, die zugleich ein allgemeines Gesetz wird? Kann ich das wollen? Oder schädige ich damit Menschen, Tiere und Pflanzen auf der Erde? Also Kants Imperativ ist ein akzeptabler Imperativ. Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Kants kategorischer Imperativ ist, wie ich schon sagte, mit nicht nur vereinbar, sondern fundiert Jonas Imperativ. Denn Hans Jonas fordert auf seine Weise, auch aber mit anderen Worten, im Grunde genommen dasselbe. Allerdings hat er eben eine andere Perspektive, vor allen Dingen auch die Zukunftsperspektive und den Schutz der Menschen auch noch in zukünftigen Generationen. Ist Hans Jonas Imperativ anthropozentrisch? Denn die Frage ist ja, schließt er auch andere Tiere ein? Was ist die Anthropozentrik? Die Anthropozentrik beinhaltet, dass nur der Mensch um seiner selbst willen schützenswert ist. Nur er hat eine Würde, einen Selbstwert, nach Kant. Die Pathozentrik oder Sentientismus postuliert, dass alle empfindungsfähigen Wesen um ihrer selbst willen schützenswert sind. Es macht ihnen etwas aus, wie sie behandelt werden und welche Erfahrungen sie machen. Die Biozentrik postuliert, dass alles Lebendige um seiner selbst willen schützenswert ist, nicht nur der Mensch, sondern auch alle Pflanzen und Tiere. Und ein besonders engagierter und bekannter Vertreter der Biozentrik ist Albert Schweitzer. Albert Schweitzer hat ja sich natürlich nicht nur um Pflanzen und Tiere gekümmert, sondern auch um den Menschen, indem er nach dem Studium der Philosophie und der Theologie auch noch Medizin studiert hat und dann schließlich als Arzt nach Lambarene, Gabun, gegangen ist, um dort den Ärmsten der Armen zu helfen. Und er hat dann dort ein Hospital erbaut. Und wenn man dort diesen Ort besucht, dann stellt man fest, wie bescheiden sein Grab ist. Es ist einfach ein kleines Kreuz mit dem Namen dran und in der Nähe auch die Tochter, ist auch die Tochter begraben. Albert Schweitzer lebt von 1875 bis 1665. Er hat die Lehre der Ethik vor dem Leben, Ehrfurcht vor dem Leben, entwickelt. Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Hans Jonas
stellt auch die Bedeutung von Darwins Evolutionstheorie für die Stellung des Tieres im Verhältnis des Menschen heraus. Nämlich die Tiere werden bei Hans Jonas aufgewertet. In der lauten Entrüstung über den Schimpf, den die Lehre von der tierischen Abstammung der metaphysischen Würde des Menschen angetan habe, wurde übersehen, dass nach dem gleichen Prinzip dem Gesamtreich des Lebens etwas von seiner Würde zurückgegeben wurde. Also die Entrüstung über den Schimpf oder die Schande, den die Lehre von der tierischen Abstammung der metaphysischen Würde des Menschen angetan habe. Also die Lehre von der tierischen Abstammung geht ja vor allen Dingen also auf Darwin zurück. Durch ihn setzte sich diese Lehre durch. Und Darwin hat das ja in zahlreichen und vor allen Dingen in Origin of Species entwickelt. Die Lehre von der Hans Jonas greift jetzt ja diesen Gedanken auf, die Darwins Evolutionstheorie. Und er beschreibt im Grunde genommen hier die Dialektik dieser Evolutionstheorie. Nämlich einerseits die Entrüstung über den Schimpf, dass wir von Affen abstammen, ja, oder von affenähnlichen Vorfahren. Und das hat unserer metaphysischen Würde Abbruch getan. Aber, und er weist darauf hin, dass diejenigen, die dies tun, übersehen, dass der dem gleichen Prinzip, dem Gesamtreich des Lebens etwas von seiner Würde zurückgegeben wurde. Ist der Mensch mit den Tieren verwandt, dann sind auch die Tiere mit dem Menschen verwandt und in Graden Träger jener Innerlichkeit, deren sich der Mensch, der fortgeschrittenste ihrer Gattung, in sich selbst bewusst ist. Das schreibt er im Das Prinzip Leben, also er hat das Prinzip Verantwortung verfasst, aber auch das Prinzip Leben, ein schönes Büchlein, das ich nur empfehlen kann. Und damit schließe ich, es ist etwas abrupt, und ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank. Ja, es sind, wie lange habe ich jetzt gesprochen? Ja, es war gerade eine Stunde. Liebe Frau Engels, ganz herzlich. Ja, eine volle Stunde. Aber wir haben noch Zeit für eine Diskussion. Herzlichen Dank, Frau Engels, für Ihren schönen, umfassenden Vortrag, der ja zunächst mal die Vielfalt der Teilprobleme angetippt hat, die sich überhaupt im Gesamtgebiet der Bioethik irgendwo finden lassen. Und Sie haben am Anfang schon gleich darauf hingewiesen, manche Grenzüberschreitungen, die Sie angedeutet haben, sind bei uns verboten. Also gesetzlich gibt es da eine Schranke. Aber wie sieht es aus, wenn wir in andere Länder gucken? Solche ethischen Vorgaben werden ja nicht überall in gleicher Weise aufrechterhalten oder gepflegt. Und natürlich stellt sich dann die Frage, was nützt es, wenn wir irgendwelche Schranken da aufrichten, die andernorts sehr viel großzügiger gehandhabt werden. Können Sie dazu was sagen? Mhm. Dazu gab es eine Frage. Naja, also ich denke nicht, dass man sich jetzt unbedingt orientieren muss an den anderen. Ja? Also man kann das Beispiel ja auch ändern. Es können ja auch Vergehen sein. Ja? Große, also Mord und Totschlag oder was weiß ich, das gibt es auch. Es gibt auch die Mafia und so weiter. Also wenn wir jetzt sagen, ja, andere machen das, dann dürfen wir das auch machen. Oder es sollte zumindest nicht verboten sein. Dann würde ich darauf antworten, wir müssen jetzt tatsächlich doch eben die ethischen Grundlagen dann auch berücksichtigen. Auf welcher Grundlage würden wir denn jetzt das Gegenteil tun von dem, was wir jetzt zurzeit tun oder dürfen? Ist
ist das jetzt, sind das zu enge Grenzen, die uns auferlegt werden? Oder, ja, oder sind es eben vernünftige Grenzen, die Grenzen, die sich dann auch ethisch oder bioethisch legitimieren lassen und verteidigen lassen? Also ich würde jetzt nicht nur sagen, ah ja, die anderen dürfen das und ja, dann kann man auch sagen, andere Länder, andere Sitten. Ja gut, wir haben natürlich jetzt die Gesetzgebung, die sich in Deutschland vollzieht, bezieht sich auf deutsches Recht. Wir haben einen größeren Wirkraum, das ist der europäische Raum, wo natürlich auch solche prinzipiellen Fragen diskutiert und gegebenenfalls in Gesetze gegossen wird. Und das setzt sich weiter fort. Aber je weiter wir weggehen und manchmal erschreckend nah an unseren Grenzen, sind Dinge möglich, die bei uns verboten sind und wo sich also diese moralischen Schranken eigentlich juristisch nicht in der gleichen Konsequenz halten lassen. Aber ja, das ist die Pluralität des Weltalls, des Erdballs. Ja. Ja, ich glaube nicht, dass man sagen sollte, weil andere das dürfen, müssen wir das auch. Denn wir müssen auch fragen, was ist denn wirklich der Status, ja, des menschlichen Embryos? Man kann sich natürlich auch selbst fragen, hätten wir denn jetzt gewollt, dass wenn man jetzt genetische Abweichungen bei uns im Embryonalstadium festgestellt hätte, dass man uns abgetrieben hätte oder bei der In-vitro-Fertilisation eben entsorgt hätte, das muss man sich dann auch immer klar machen. Eine andere Frage hier ist aufgekommen. Sie haben die ontische Notwendigkeit erwähnt und gesagt, der Mensch ist darauf angewiesen, Kultur zu schaffen, um sein Leben führen zu können. Könnten Sie das bitte noch einmal erläutern und auch abgrenzen zu anderen natürlichen Lebensformen, Säugetiere, Primaten und zur künstlichen Intelligenz? Das ist ein bisschen viel zum Ende. Also, ja, das ist... Können Sie den Anfang Ihrer Frage bitte nochmal wiederholen? Sie haben gesagt, der Mensch ist darauf angewiesen, Kultur zu schaffen, um sein Leben zu führen zu können. Ja, genau. Das ist also eine Grundaussage auch der philosophischen Anthropologie. Letzten Endes haben ja auch andere Tiere eine Kultur, ja, also die haben auch ganz bestimmte Bräuche, da gibt es bestimmte Hierarchien bei anderen Tierarten und so weiter. Aber wir sind nun mal eben angewiesen auf die Kultur. Vielleicht verstehen Sie etwas anderes als Kultur, unter Kultur als ich. Ich verstehe jetzt die Gesamtheit der Bräuche und aber auch die Gesetze und so weiter, die es ermöglichen, dass Menschen friedlich zusammenleben in einem Land. Ja, und das halte ich für ausgesprochen wichtig, dass in diesem Sinne eben Kultur erhalten, gepflegt wird und gepflegt wird. Und ohne Kultur in diesem Sinne würde es gar keine Gemeinschaft geben. Ja. Also mir ging vorhin der Begriff, in dem Zusammenhang der Begriff extrachromosomale Vererbung durch den Sinn, was ja auch so etwa beschreibt, alles das, was über die rein biologische Natur hinausgeht, was wir durch Erziehung, durch anderweitige Prägung mit uns nehmen, was wesentlich unser Leben ausmacht, die andere Hälfte, wie sie der Herr Plessner beschrieben hat, das ist natürlich beliebig weit, kann das ausufern. Und es gilt keineswegs nur für den Menschen. Das gilt auch für einen Wolfsrudel oder einen Ameisenstaat. Ja, ja. Und
Da sind also durchaus ähnliche Verbindlichkeiten außerhalb des rein biologischen Lebens ja gegeben. Aber die Frage ist jetzt, ob das beim Ameisenstaat nicht vor allen Dingen instinktiv ist. Sicherlich, ja, zum Wesentlichen. Aber ja, zum Wesentlichen. Und ich denke mal, ich will jetzt gar nicht die Begriffe höher und niedriger nehmen, aber wenn wir jetzt die Entwicklung, auch den kognitiven Stand eines Primaten, eines Schimpansen oder Gorillas oder Orang-Utans betrachten, dann sind doch da vor allen Dingen auch schon wieder viel größere Freiheitsspielräume als bei einem Ameisenstaat. Und er wird vielleicht auch in diesem Kulturkreis der Primaten auf andere Weise sanktioniert, ja, dass man eins auf die Finger kriegt im übertragenen Sinne oder mal ausgeschlossen wird oder und Ähnliches. Also ich denke, man muss auch jetzt ganz genau darauf achten, über welche Tierart man spricht. Ja, sicherlich. Also der Ameisenstaat war kein gutes Beispiel. Aber wie gesagt, ein Wolfsrudel, die haben sehr viel mehr individuelle Freiheiten, aber durchaus eine Menge Verbindlichkeiten im Zusammenleben. Und wer da nicht mitspielt, wie gesagt, der sitzt auf einmal draußen vor. Ja, aber es ist auch gut, dass das Wolfsrudel diese Verbindlichkeiten hat. Also ich wäre die Letzte, die Tiere in irgendeiner Weise degradieren würde. Ja, also Tiere, die sind viel, und man sieht es ja auch, je länger man die Tiere erforscht, die sind ja viel klüger und die viel differenzierter, als viele Menschen denken. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin eine große Liebhaberin der Tiere. Und ich esse auch keine Tiere, ja, weil wenn ich mir die Kühe auf der Weide sehe, ne, oder die Schweinchen da, ne, und das sind so auch intelligente Tiere. Ich schütze die jetzt nicht, weil sie intelligent sind, aber die haben doch eine Lebensfreude und so weiter. Und das sieht man ja, wie die Tiere auch miteinander umgehen. Also ich würde mal erst sagen, alles Lebendige, ja, und ich bin Biozentrikerin. Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Und das heißt auch, alles Leben ist um seiner selbst willen schützenswert. Und da vertrete ich eben auch die Position von Albert Schweitzer. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir in Einzelfall, in Konfliktsituationen, auf Abwägungen verzichten können. Das müssen wir, da können wir ja nicht würfeln. Ja, und dann fangen wir an zu argumentieren. Aber ich würde sagen, dass der Schutzraum viel größer gespannt sein muss, als das häufige der Fall ist. Und wenn man sieht, wie also die sogenannten Nutztiere behandelt werden, Tiere, die eigentlich draußen laufen müssten, so eingepfercht sind in so kleinen Gittern, das ist ein Skandal unserer Kultur. Es war eine Predigt. Ja. In Ihrem Vortrag wurden verschiedene Beispiele genannt, zum Beispiel das Klonen. Aber in den meisten Fällen haben Sie das nicht bewertet. Sie waren ja nun selber eine Weile im Bioethikrat oder im Ethikrat der Bundesrepublik tätig. Wie werden in der Bioethik Bewertungen erarbeitet? Und wer macht das? Also das machen jetzt zum Beispiel im Ethikrat, die Mitglieder des Ethikrates. Und das hat sich auch schnell gezeigt, dass die Mitglieder des Ethikrates häufig gar nicht einstimmig urteilen können. Ja? Es gab eben für manche Fragen, ja, die den Umgang mit embryonalen Stammzellen zum Beispiel oder andere heikle Themen, die ja damals auch anstanden, gab es dann verschiedene Positionen. Und eine Stellungnahme beinhaltete dann erstmal einen Teil, in dem das Problem vorgestellt wurde. Und dann gab es im Anschluss daran
die verschiedenen Beurteilungen dieser neuen Technologie oder prospektiven Technologie. Und da konnte es eben sein, dass die ganz entgegengesetzt waren. Man kann, also einstimmig ist selten etwas zu erreichen. Das kommt vor, aber dafür sind natürlich Ethikräte auch da. Und die Parlamentarier, also die Politiker, die können dann zumindest sich diese Stellungnahmen anschauen und die Stellungnahmen dann gründlich studieren und aufgrund dieser Stellungnahmen ihren Standpunkt vielleicht verfestigen oder verändern oder revidieren. Aber eine Einmütigkeit kann man, denke ich, bei so vielen unterschiedlichen Menschen nicht erwarten, wenn da ein katholischer Bischof ist oder ein evangelischer Priester, nicht Priester, sondern ein Pfarrer. Ein Pfarrer oder Pfarrer und so weiter. Man kann das nicht alles unter einen Hut bekommen. Ich denke aber, das ist trotzdem gut, dass darüber geredet wird, denn alles andere wäre entweder eine Anarchie oder eine Diktatur. Ja, dass ein Herrscher, ein Mensch oder eine kleine Gruppe an anderen vorschreibt, was sie zu denken haben. Und wir leben Gott sei Dank in einer Demokratie. Hier ist noch eine Frage im selben Umfeld und Sie haben sie ja eigentlich fast schon beantwortet. Kann man etwas Generelles sagen zur Abwägung von Chancen und Risiken jeweils? Und inwieweit ist diese Abwägung abhängig von der Kultur einer Gesellschaft? Also ich denke schon, dass die Abwägung häufig abhängig ist von der Kultur einer Gesellschaft. In demokratischen Gesellschaften gibt es ja ganz unterschiedliche Positionen und da haben die Menschen auch die Freiheit. Aber wenn das jetzt eben eine Diktatur ist oder etwas Ähnliches, dann würde ich sagen, ist der Fall ganz viel problematischer und schwieriger. Nicht? Da kann es also sein, dass eine bestimmte Position oktroyiert wird, die man als freier Mensch eben gar nicht vertreten würde und gar nicht verteidigen könnte. Hier eine ganz konkrete Frage. An welche Stelle kann ich mich als angehende Biochemikerin wenden bei der Entwicklung von neuen Methoden, Tests oder Therapien mit zweifelhafter Bioethik, vor allem wenn noch keine rechtlichen Grenzen gezogen sind? An welche Stelle? Wahrscheinlich innerhalb einer Hochschule. In Tübingen gibt es ein Zentrum für Ethik in den Wissenschaften, oder wie war das? Aber dieses Zentrum für Ethik in den Wissenschaften ist jetzt kein Zentrum, was jetzt in dieser Hinsicht aktiv ist. Mhm. Ja? Das Zentrum für Ethik in den Wissenschaften, da haben die Mitarbeiter verschiedene Projekte. Und es ist jetzt nicht so, dass man sagt, es gibt die Position des Zentrums. Ja, ich war damals auch Sprecherin des Ethikzentrums und des Graduiertenkollegs. Aber es gibt nicht die Position. Und im Grunde genommen ist das ja auch, kann das auch positiv sein, dass es eben eine Pluralität von Auffassungen gibt. Aber ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage jetzt beantwortet habe, zufriedenstellend. Ja, ich glaube, das trifft sich ja auch mit den Fragen, die schon vorher waren, wie man jetzt konkret im Einzelfall da Hilfe bekommen kann, ist sicherlich auch an den verschiedenen Einrichtungen verschieden geregelt.
Also bei uns zum Beispiel wäre auch der Ombudsmann der Universität in solchen kritischen Fragen ein Anlaufpunkt. Ach so, genau. Und wie es dann weitergegeben wird, muss dann von da aus entschieden werden, wenn es wirklich ein grundsätzliches Problem ist. Ja. Hier gibt es noch eine Frage zu Hans Jonas. Mit Jonas Imperativ wäre die Möglichkeit von unendlichem Enhancement moralisch möglich. Es wird nur verbessert und nicht geschädigt. Das heißt, die Menschen können sich Computerchips zur Intelligenzsteigerung einsetzen, um die Gesellschaft voranzubringen. Wäre das aus Ihrer Sicht zu rechtfertigen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Hans Jonas dem zustimmen würde. Nicht? Hans Jonas hat ja geschrieben, dass man sich eben immer vor, dass dieses Malum, was daraus entstehen könnte, vorstellen soll und eben dann bestimmte Wege nicht einschlagen sollte. Und ich glaube, Hans Jonas würde dann sagen, jetzt stellt euch mal vor, wenn jetzt alle das und das täten und dieses Malum dann realisieren würden, was würde das bedeuten für die Menschheit, also für die Tiere, auch für die Pflanzen und so weiter. Mehr kann ich da leider nicht zu sagen. Ja, es wurde noch gefragt nach der Xenotransplantation, dass da immer wieder die Problematik gegeben ist, irgendwelcher endogenen Viren, die da mitgeschleppt werden und entsprechend Probleme bereiten. Kennen wir ja zurzeit, ist ja durchaus auch ein aktuelles Thema. Neben der Annahme des fremden Organs gibt es doch sicher auch schwerwiegende ethische Gesichtspunkte sowie psychologische Risiken beim Empfänger. Oder wie sehen Sie das? Ja, doch, das sehe ich ganz genauso. Man kann sich ja durchaus dann vorstellen, ob das jetzt, dass das jetzt gar nicht organisch bedingt sein muss, aber der Empfänger ja vielleicht auch sich vorkommt wie eine Chimäre oder also auf jeden Fall nicht als ganzer oder kompletter Mensch. Das kann ich mir vorstellen, dass das passieren kann. Aber es muss nicht. Das, was ich bei all diesen Dingen hier als problematisch betrachte, auch bei der Xenotransplantation, bitte erschrecken Sie nicht, aber das ist der Tierverbrauch, ja. Bis man auch einmal Tiere entwickelt hat, ja, die dafür überhaupt in Frage kommen, ohne endogene Retroviren möglichst. Ja, wie viel, ich sag jetzt Tierabfall, ja, da zustande kommt und so weiter. Das halte ich aus tierethischen Gründen für nicht vertretbar. Ja, und ich denke, bei all diesen Techniken sollte man auch, und vielleicht sind die Tiere jetzt hier in meinem Vortrag zu kurz gekommen und kürzer gekommen, als es, sie es sonst sind, bei all diesen Techniken sollte man überlegen, ist es denn notwendig, jetzt überhaupt ein Tierexperiment zu machen? Manchmal verstehe ich das gar nicht, warum überhaupt Tierexperimente gemacht werden. Aber Sie als Biologe können mir das vielleicht doch besser erklären. Den Versuch unternehme ich nicht, aber wir haben zum Beispiel hier in Konstanz ja einen Lehrstuhl vor vielen Jahren eingerichtet, der sich mit neuen Techniken beschäftigt, wie Tierexperimente weitgehend vermieden werden können. Wie also zum Beispiel mit Hilfe von Mikroorganismen viele Standardtests, für die sehr viele Versuchstiere geopfert werden, eben weitgehend entfallen können. Also da gibt es durchaus ja Aktivitäten, die in die Richtung gehen. Ja. Frau Engels, ganz herzlich. Das ist ein gutes Beispiel,
dass eben dann Organismen gewählt werden, von denen wir ausgehen, dass sie nicht so schmerzempfindungsfähig sind wie die Tiere, wie Mäuse oder Ratten oder andere Tiere. Ja, das heißt also, wir suchen dann das geringste Übel aus, ja, oder ein geringeres Übel, als wenn jetzt andere Tiere, von denen wir wissen, dass sie leidensfähig sind, ja. Jeder, wer einen Hund hat, eine Katze hat, weiß ganz genau, wie ein Tier leiden kann oder ein Kanarienvogel oder Wellensittich. Frau Engels, ganz herzlichen Dank. Unsere Zeit ist schon um. Ich danke Ihnen sehr für Ihren ausführlichen Vortrag und auch für die Diskussion, die ja auch gezeigt hat, dass das Thema durchaus von allgemeinem Interesse ist und immer wieder neue Facetten gewinnt. Ich danke auch den Zuschauern, jetzt muss ich wieder gucken, wo ich hingucken soll. Ich danke auch den Zuschauern, die dabei waren und mit ihrer Aufmerksamkeit dazu beigetragen haben, dass wir diese Reihe mit so viel Enthusiasmus weiterführen können. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat und ich hoffe sehr, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sein werden. Wir werden in der nächsten Woche einen Vortrag haben von Herrn Professor Ibisch aus Eberswalde mit dem Titel Forstwirtschaft und Klimawandel als Treiber einer Waldkrise. Ich möchte Sie auch bitten, an der Umfrage teilzunehmen, damit wir unser Programm weiterentwickeln können. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen für heute. Danke sehr. Und vielen Dank für die Moderation. Auf Wiedersehen, Frau Engels.